Man fährt durch Gebiete, wo es wirklich Schlammlawinen gab, also was man noch nicht gesehen hat. Man bezeichnet das als Liquefaction. Aber man muss sich vorstellen, dass durch Erdplattenbewegung einfach Schlamm an die Oberfläche getreten ist und dann in Schlammlawinen ganze Dörfer weggetragen hat. Und da gab es Leute, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da war ein kleiner Junge und der stand nach der Katastrophe an einem Ort und die Leute haben gesagt, hey, komm her. Und er hat gesagt, nein, ich gehe nicht hier weg, da unten ist meine Mutter. Und das dann mitzubekommen, das trifft einen schon sehr hart, auch wenn man sieht, wie manche Häuser, die baulich nicht unbedingt besser sind als andere, total zerstört wurden und es Häuser gibt, die einfach stehen bleiben. Also da spart die Katastrophe scheinbar Leute willkürlich aus und andere werden davon betroffen. Und das betrifft einen selber sehr hart, auch wenn man dann sieht, wie die Leute eben in Notunterkünften leben. Aber wenn man ihnen begegnet, dann stellt man eine ganz, ganz große Dankbarkeit fest. Also wir haben viele Leute gesehen, die sehr gut damit zurechtkamen. Und das ist ja auch wichtig, sie fangen sich gegenseitig in den Dörfern auf, die Nachbarn. Aber es ist natürlich nach wie vor eine Aufgabe, auch den Menschen, wo wir es vielleicht nicht wissen, zu begegnen. Und das Problem kennen wir aus Deutschland auch. Die Not ist oft da, wo wir sie eben nicht sehen.